So, da sind wir wieder zu Folge 8, wenn ich mich nicht verschätze. Und es geht also Schlag auf Schlag, würde ich sagen. Wir haben letzte Woche, wir gucken mal, Feld 10 geschwadet. Und der Matze hat direkt, ne, andersrum, wir haben es gewendet und Matze hat geschwadet. Und wir werden heute mit diesem Schmuckstück hier, mit unserem Case, die Ballen pressen. Ihr habt es gerade vielleicht im Anschnitt gesehen, der Matze ist unterwegs mit einem Telelader. Der wird die Ballen also einsammeln und wir werden sie pressen. Und dazu haben wir, die ist auf dem Hofabteil bei den Kühen, eine Kuhnpresse. Ist jetzt nicht die schönste, ausgefallenste und modernste, aber sie funktioniert. Und ja, das gehen wir an, würde ich sagen. Cruisen mal hier durchs Dorf und jetzt links hoch. Jo, ansonsten gleich zu Beginn, wie immer, vielen Dank für eure Kommentare. Freut mich jedes Mal. Ich lese auch alle. Bei den Let's Plays sind wir ja in einer kleinen Gruppe. Da ist es jetzt auch nicht so schwierig, alle zu lesen. Und jetzt muss ich aber erstmal die Ballenpresse suchen, bevor ich weiter plaudere. Hier steht sie nicht. Gucken wir mal. Oh, die steht draußen. Ach ja, da hinten. Hat der Matze schon rausgesucht. Hätte ich aber auch schon sehen können. Naja. Dann werden wir die mal anschmeißen hier. Ups. Und ran. Ein Stück. Ja. Zack, und Kabel und das und Zapfwelle und ab geht der Peter. Ja, hier rechts müssten wir lang, glaube ich. Oder? Ja. Ja, ich lerne die Map immer besser kennen. Aber bisher, ja, tue ich mich schwer. Aber eigentlich gerade das Feld oder die Wiese müsste ich ja eigentlich langsam kennen. Naja. So, wir gucken mal, was wir da so einstellen können. Ballengröße. 1,50. Ballenzähler setzen wir mal zurück. Aktuelles Feld 0. Und jetzt muss man mal Matze fragen. Ballengröße. 180 bis 180 geht. Ich denke mal 150. Ja. Dachte ich mir. Mach mal. Für ein Matze immer. So. Dann leg mal los. Ich denke mal, wir werden boah, nicht allzu viel jetzt hier langweilig pressen. Ich glaube, wir werden da schon ein gutes Stück vorspulen. Zumal das hier. Wie ihr jetzt gerade seht, diese blöde, was heißt blöd, aber zeitintensive Presse ist, die eben noch ein Anhalten verlangt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das vollautomatisch heißt, falls es einen Namen hat. So wie die, war das eine Krone? Ja, genau. So wie die Krone Ultima, die von BM Modding. Hieß die einfach nur Ultima? Aber ihr wisst, welche ich meine. Dort konnte man ja, egal ob Silageballen oder nicht, konnte man ja durchfahren. Und durch eine Kammer, die den Ball presst, und eben hinten die Ablage, da ging das ja, ja, ohne anzuhalten eben. Und bei unserer hier ist es halt noch mit anhalten. Und das, ja, ist jetzt nicht mein Favorit. Aber wir sind halt noch am Anfang, ne? Und wir wollen ja auch nach oben noch etwas Luft haben. Zumal, und das ist das, was mich ein bisschen ärgert, die Auswahl an Ballenpressen an sich ist zwar groß, aber vor allem in diesem Riesenbereich, also diese hochmodernen Riesendinger, also im unteren Bereich gibt es recht wenig Auswahl. Da ist die Kuhn halt noch die schönste. Und dann werden wir uns mit der halt abfinden müssen.
Und sie macht ihren Job, würde ich sagen. So, schubsen wir mal raus den Ballen. Und weiter geht's. Ja, ich glaube, wir haben noch den schöneren Job hier. Der Matze, der die Ballen sammeln muss. Naja. So, ich hab mal heimlich still und leise, na gut, ihr werdet es bemerkt haben, vorgespult. nee, Spaß beiseite. Ich hab mich doch relativ spontan dafür entschieden, dass wir weniger Ballen pressen. Oder zumindest, dass ich wenig davon zeige, weil es ja immer dasselbe ist. Und zusätzlich noch so ein kleiner Bug immer mal auftritt, den ihr jetzt auch sehen werdet. Passt mal auf, wenn ich den herausschubse. Blub. Das nervt. Das sieht nicht gut aus. Das nervt. Und naja, und selbst wenn das nicht wäre, Ballenpressen ist jetzt, glaube ich, auch nicht das Spannendste, gerade mit der Presse hier. Deswegen dachte ich, um mal zum Ende zu kommen, dass wir Matze ein bisschen mit den Ballen helfen, noch ein paar sammeln gehen. Und ja, dass ich den Ball hier gerade wegschiebe, das hat keiner gemerkt. Und dass wir ein bisschen Vielfalt in die Folge bringen. Sonst wäre es ein bisschen langweilig gewesen, glaube ich. So, dann fahren wir nämlich mal zurück, bringen die Ballenpresse weg. Auch wenn wir jetzt im Grunde nur zwei, drei Bahnen zusammen gemacht haben. Aber das hätte ich jetzt so entschieden für uns. Wenn ihr das anders seht, dann schreibt es gerne, wie immer. Dann kann ich es in die nächsten Folgen einfließen lassen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Ballen gepresst haben. Und dann düsen wir zurück, bringen die Presse weg. Und dann werden wir Matze ein bisschen helfen. Dazu müssten wir aber vermutlich, wenn ich nicht falsch liege, noch eine Ballenzange kaufen. Oder eine Gabel. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo wir die Presse hinstellen. Die hatte Matze ja vor uns schon rausgeholt. Wir parken erstmal hier kurz. Aber ich glaube, in dem Schuppen. Ich glaube, hier links war alles voll. Hier rechts ist irgendwie auch kein Platz. Wir gucken nochmal rein. Ja, Schwader und Wender. Und hier vorne war vor uns auch irgendwas. Ach ja. Aber ich glaube halt hier links stand auch irgendwas drin. Ich sehe es schon. Unser Striegel. So eine Scheiße. Ich glaube, ich probiere es trotzdem dort rein. Es ist halt blöd, dass die Gebäude hier. Also eine Halle ist es ja im Grunde nicht. Es sind ja. Aber Schuppen ist ja auch ein blöder Begriff. Aber dass die so blöd geschnitten sind einfach. Also die sind so schmal. Dadurch kann der Striegel halt eigentlich auch nur da stehen, wo er jetzt halt steht. Aber wenn ich ihn hinterbringe, dann kriege ich ihn wiederum nicht vor, falls ich was da vorstelle. Naja. So, jetzt stelle ich mich auch noch zu blöd an, hier das Ding einzufädeln. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Anlauf, holen ein bisschen mehr aus, dann muss das doch jetzt klappen. Ist aber auch gar nicht so einfach. Jetzt ist hier die Mauer. Müssen wir aufpassen. Lass mal vielleicht jetzt voll einlenken. Na, voll nicht. Ein bisschen. Oh, das sieht auch ganz gut aus. Ach so. Nee, ich muss das Ding ja. Ja, komm, ich fahr mal rein. Jetzt ein bisschen vor vielleicht. Ach, wisst ihr was? Ich quetsche das Ding jetzt hier irgendwie daneben. Und dann soll das von mir aus krumm und schief stehen, das ist mir jetzt egal. Noch einmal vor vielleicht. Und jetzt presse ich das Ding hier irgendwie rein, komm. Ja. Oder, ja passt, sitzt, wackelt, hat Luft. Abkuppeln die. Scheiße. Und jetzt helf mal Matze. Achso, erstmal brauchen wir. Na komm, nee, erstmal mach mal zu. So. Damit alles seine Ordnung hat. Zack. Gehst du zu? Gehst du.
So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir für eine Ballengabel kaufen. Wir müssen für Frontlader was nehmen. Die Lizard, okay. Ich dachte, es gibt eine von Pressel und Lade. Die hier, naja, ist eine Ballenzange, ne? Eine Ballengabel. Ja, hier, das war Quatsch. Aber ich dachte, es gab eine von Pressel und Lade. Aber hier war sie nicht. Gibt es noch eine Schaufel? War die bei Teleskopwerkzeugen? Nee. Oder man konnte doch auch irgendwo nach Marken suchen. Pressen und Lade. Nee, da gibt es nur die Schaufeln, okay. Gekauft haben wir aber auch keine. Nochmal kurz abchecken. Nee, gut. Dann werden wir. Wo ist er? Geräte, Frontlader. Ach Quatsch, Werkzeuge. Nehmen wir die. So. Gucken mal noch, was es hier so gibt. Oh. Vielleicht weiß. Nee, schwarz bitte. Nee, dunkler bitte. Boah. Boah. Komm. Karte durch und gekauft. Steht jetzt da oben. Hätten sie uns liefern können. Hätten sie ruhig liefern können. So rum. Naja, gut. Dann links und. Ach nee, Quatsch, wir brauchen ja noch einen Frontlader. Wir müssen umplanen. Wir müssen erstmal zum Gerätehof. Frontlader holen und dann geht's ab. Während Matze hier schön ablädt. So. Dann durch die enge Straße. Wenn hier mal einer entgegenkommt, ne? Da hast du auch einen Zappen. Wobei, hier ist er sehr ruhig. Hier ist kein Verkehr unterwegs. Das glaube ich. Also eigentlich bin ich grundsätzlich. Oder ich war am Anfang sehr enttäuscht, dass hier kein Verkehr verbaut ist auf der Map. Ich glaube, es ist aber aufgrund der ganzen einspurigen Straßen vermutlich besser. Sonst wäre es, ja, dann doch etwas nervig, während ich hier das Mikro gerade angeditscht habe. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Und dann kuppeln wir mal unseren Frontlader an. Kuppeln wir an. Muss mir was verkabeln? Sieht nicht so aus. Oder? Nee. Vorne das Teil noch abschmeißen. Blub. Und dann machen wir doch einfach mal los. Rundumleuchte an und ab geht's. Kommt nix. Dann düsen wir mal los. Und dann werden wir, glaube ich, ich habe jetzt neuerdings eine Stoppuhr neben mir laufen, damit es nicht zu lange geht. Gerade nachdem die letzte Folge eine halbe Stunde ging. Und wir sind schon bei 13 Minuten irgendwas. Vielleicht holen wir einfach noch die Gabel, sammeln zwei Ballen ein und dann war es das vielleicht auch. Also dann mache ich den Rest mit Matze alleine. Dann haben wir eine Folge, die bestimmt trotzdem, oh, bestimmt 20 Minuten geht. Das muss auch reichen. Und dann können wir jetzt auch mal, während wir hier die Gabel holen. Ich sage immer, ach doch, Gabel ist richtig, ne? Das ist keine Zange, das ist eine Ballengabel. So. Während wir das tun, können wir auch mal ein bisschen den Ausblick wagen. Wir haben jetzt April im Spiel und sammeln jetzt die Heuballen ein. Ich glaube, dann werden wir als nächstes schon ernten. Also da werden wir ein bisschen spulen. Ja, und dann ernten wir ein bisschen. Und dann ist auch endlich mal ein bisschen Cash vielleicht da. Und dann gucken wir mal, dass wir auch was Größeres kaufen. Vielleicht ist dann mal ein neuer Traktor drin irgendwann. Vermutlich schneller als wir denken, kann ich mir vorstellen. Weil das ist jetzt die erste Saison, wo wir quasi alles richtig gemacht haben, in Anführungsstrichen. Also 100% Düngung, kein Unkraut und ja, gekalkt, gepflügt.
je nachdem, was notwendig war. Also der Ertrag könnte recht hoch sein. Da sollte doch was drin sein. Milch wird auch fleißig produziert. Also ich denke mal, die Saison, dieses Jahr kommt gut was rum. So, was kann denn die Zange hier? Nix. Okay, na gut. Dann auf geht's. Ja, und wenn dann aus finanzieller Sicht gut was rumkommt, dann ist auch bestimmt ein neuer Traktor drin. Gerade der Fendt könnte, glaube ich, mal ersetzt werden. Der ist jetzt ja schon etwas in die Jahre gekommen und das Modell an sich, also aus Technik, naja, das ist immer so zweideutig, wenn ich das jetzt erzähle, weil ich könnte auch das Original meinen, ne? Aber ich meine jetzt das Modding-technische. Da war das 3D-Modell ja schon nicht mehr ganz auf der Höhe. Wow, was macht ihr denn hier, Leute? Bremsen funktionieren. Bei einem Deutz wäre die Achse weg. Wo war ich? Fendt. Ja, das Modell ist halt einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Die Textur war auch ein bisschen matschig. Auf den Reifen, das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge festgestellt, war auch ein bisschen komisch. Da werden wir den mal ersetzen, während wir hier jetzt gleich aufs Feld fahren können. Und dann, ja, snacken wir uns zwei Ballen und dann bringen wir die einfach direkt weg. Müssen die auch gar nicht aufladen. Ich glaube, das würde eher behindern als helfen. Und dann machen wir mal noch zu. Ach, wo gehst du zu? Hier? Hier? Na? Wäre geil, wenn man das auch so zuschieben könnte. Naja. So, hüpfen wir wieder rein. Und ja, nehmen einfach mal den Ballen hier. Aber zwei Ballen werden wir schon hier drauf kriegen, oder? Also ich habe jetzt kein Heckgewicht dran. Nicht, dass wir nach vorne umfallen, aber ich denke, das kriegt man hin. Ich glaube, so viel, so schwer sind die, oder so viel Liter sind die auch gar nicht. Bei 1,50. So viel Liter sind die auch gar nicht. Ach ja, kein Blick. So schwer sind die auch gar nicht, das wollte ich sagen. Ja, wobei, 6.500 Liter? Da gar nicht so wenig. Wenn wir jetzt noch einen zweiten nehmen, das ist schon ordentlich. Aber na gut. Das muss der Case abgönnen. So. Also mal gucken, dass wir den schön gerade anspießen, wenn wir den so halt auch einlagern wollen dann. Komm. Du passt doch vorbei. Wieso schiebst du den nicht vorbei? Na dann nochmal zurück. Jetzt haben wir. Naja, komm. Wir gabeln den jetzt auf. Und da kommt doch Matze angeheizt. Der MB-Truck, gerade für solche Aufgaben, ist schon heiß, ne? Aber das lassen wir mal für Matze, da bringen wir das selbst einfach weg. Joa. Und dann war das doch eine, ja, kurze Folge nicht, aber zumindest haben wir zwei Tätigkeiten, Ballen pressen und sammeln, in einer verhältnismäßig überschaubaren Zeit untergebracht. Auch wenn ihr dann jeweils nur kurz dabei wart. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Also sonst, wenn ich alles zeigen würde, ich glaube, da wären wir in, boah, weiß ich nicht, in 20, 30 Folgen noch in der ersten Saison. Ich glaube, das wird schon ganz gut passen so. Aber könnt ihr gerne schreiben, wie ihr das Ding. No, nette Grüße von Matze. Und dann. Ja, komm, die lagern wir jetzt noch ein. Und dann soll es das gewesen sein. Es ist auch schon spät. Also nicht im Spiel, aber hier. Das merkt ihr vielleicht auch, dass ich so ein bisschen rumeiere. Aber Alkohol ist nicht im Spiel, auch wenn ihr mir das jetzt nicht mehr glaubt. Ja, komm, den lassen wir jetzt so stehen. Ich gucke erst mal, wo Matze das platziert hat. Hier ist er irgendwo rumgefahren. Ach ja, an der Wand, okay. Joa.
brauchen mehr Kühe. Naja, früher oder später vermehren die sich schon. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier runterkommen. Ja, easy. Case Power. Und dann hoffe ich, dass wir mit dem Traktor auch genug Platz da drin haben. Der ist ja nicht ganz so wendig wie der Telelader. Aber die zwei Ballen, die werden wir schon unterkriegen, denke ich. Den Kühen geht's gut, hoffe ich. Und dann reichen die Heuballen aber vermutlich auch für zwei Saisons, würde ich denken. Also das ist ja schon eine Menge. Das war jetzt eine Fuhre, würde ich sagen. Oh, der Wendekreis ist schon scheiße. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir hier nach den zwei Ballen Schluss machen. Das sind jetzt sogar schon über 20 Minuten. Da setzen wir die jetzt hier noch ab. Dann mache ich das mit Matze fertig. Und dann, ja, gibt es nächste Woche die Ernte, hoffe ich. Ich will nichts Falsches versprechen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so kommt. Und dann bin ich sehr auf den Ertrag gespannt. Und dann dauert es bestimmt nicht lange, bis wir die ersten Maschinen kaufen. Wenn ihr Wünsche habt, dann immer her damit. Oh, jetzt habe ich mir noch hier die Gabel abgeschliffen. Sie wäre vermutlich auch abgebrochen. Naja. Stellen wir uns hier ab und dann soll es das heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen guten Start in die Woche. Es ist ja Sonntagabend. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.